Schönen guten Tag. Guten Tag. Darf ich vorstellen? Frau Dr. Friederike Werner. Jetzt würde ich Sie gerne vorstellen, aber ich kenne den Namen nicht. Weinmann Klaus Peter. Weinmann? Ja. Herr Weinmann, jetzt würde ich natürlich gerne wissen, wie Sie an dieses außergewöhnliche Gemälde gekommen sind. Ich habe das geerbt und verhindert in einem Haus in Düsseldorf, was mein Vater mir vererbt hat. So, bevor du jetzt loslegst, ich merke, du bist hier ganz kribbelig. Ausnahmsweise vorab mal die Frage, was möchten Sie haben für das Gemälde? Ja, ich habe da mal eine Expertise machen lassen von einem Kunsthistoriker. Das ist eigentlich schon 10 Jahre her. Und der meinte damals, das hätte einen Wert von ca. 2.500 bis 3.000 €. Jo. Aber wie gesagt, das ist 10 Jahre her und es ist ja nicht im besten Zustand. Ich habe also keine Ahnung. Also ich sag mal, wenn es 2.500 werden würden, wäre toll. Ja, hätte ich nichts dagegen. Ja, ja gut, dann weiß ich schon mal, wo wir das einzusortieren haben. So, meine Liebe, jetzt möchte ich natürlich ganz viel wissen. Wer hat das gemalt, warum hat das gemalt, wen hat er gemalt, wann hat er gemalt? Jugendstil skurril, das ist das Stichwort, was zu diesem Bild gehört. Und zwar unter diesem Titel gab es eine Ausstellung von dem Maler Karl Strattmann im Münchner Stadtmuseum im Jahr 2019. Dort ist nämlich vor nicht allzu langer Zeit das gesamte Werk entdeckt worden von 450 Gemälden. Hat der so viel? Der war aber fleißig, der Mann. Ja, der war sehr fleißig. Ja. Der war nicht nur Maler, sondern vor allen Dingen auch Illustrator für die Zeitschriften Pan, Jugend und Simplicissimus. Und er war ganz eifrig in der Münchner Kunstszene unterwegs, doch zuvor hat er in Düsseldorf studiert und wurde als talentlos entlassen, weil er war ein ziemliches Enfant terrible, hat in Weimar zu Ende studiert und ging 1891 nach München. Also eine ganz berühmte, illustre Figur, die jetzt kürzlich eben wieder entdeckt worden ist. Der hat gelebt von wann bis wann? 1866 bis 1939. Ja, ui, dann ist das Gemälde doch noch alt. Was schätzt du, wie alt ist das Gemälde? Das ist 1912 gemalt. Wir haben rechts oben die Signatur C. Strattmann 1912. Mhm. Und er malt diese Figur, wo man eigentlich nicht weiß, ist es eine Frau oder ein Mann. Das ist ein androgynes Wesen, auf jeden Fall ein stolzer Fürst oder Fantasiefürstin aus dem Bereich der Wüste und Tausend und einer Nacht. Mhm. Und es ist auf Pappe gemalt und beim näheren Hinsehen schätze ich, dass es eine Gouache oder eine Tempera ist. Es ist recht skizzenhaft gemalt und großflächig, vor allen Dingen dieser smaragdgrüne Umhang. Und dann fällt natürlich auf die reiche Ornamentik, der Brokatstoff um die Schultern, um die Stirne. Und da sieht man, dass dort was aufgeklebt ist. Und zwar hat der Künstler gerne à la Pastilla gearbeitet. Das bedeutet, dass man Farbe pastos auftrug oder sogar Steinchen aufgeklebt hat oder bunt bemalte Papiere. Aha. Und das sieht man dort zuhauf. Und dort gibt es leider auch entsprechende Schäden. Dort und ist Fehlstellen, ganz, ne? Da gibt es Fehlstellen, da ist Materialverlust. Also da traut man sich gar nicht genau hinzugucken, geschweige denn das irgendwie zu berühren, weil das wirklich sehr fragil ist auf diesem Untergrund. Aber das kann jemand restaurieren. Das kann jemand restaurieren. Ja, liebe Friederike, es ist natürlich schwierig, hierfür einen Preis festzulegen. Ne? Jetzt kann man nicht sagen, wie sich aufgrund der Retrospektive der Marktpreis entwickelt. Das ist doch jetzt ein ganz prominentes Stück und ist im Münchner Stadtmuseum dokumentiert. Das hier. Und ja, das ist dokumentiert in der Schwarz-Weiß-Fotografie, wo man auch sehen kann, welche Schäden da dran sind. Ach. Das heißt, also es ist wirklich historisch dokumentiert. Und dieses Bild hat, wenn ich es mal so frei sagen kann, eigentlich keinen Preis oder noch keinen Preis, weil wir jetzt noch keinen Vergleich auf dem Markt haben. Und ich setze einfach bei dem prachtvollen Stück aller Beschädigungen zum Trotz eine Summe an, die ich würdevoll fände, und es wären 5.000 €. Und das sage ich. Das kann ich nicht sagen, ob das heute erzielt wird. Es kann ja auch sein, dass es in nächster Zeit sehr viel höher gehen könnte. Dann würde ich sagen, dann darf ich das hier machen. Mhm. Jo, bitte schön. Also, mein Lieber. Dankeschön. Ja, ich hab zu danken. Ne? Da geht's rüber in den Händlerraum. Tschüsschen. Oh. C. Strattmann 1912. Oh, wie schön. Signiert. Stark. Das ist ja mal sehr schön. Oh, ist das gut. 1866 bis 1939. Das müsst ihr euch auch mal angucken. Das sind auch ein paar
Beschädigung drauf, weil das ist ein bisschen dick aufgetragen, die Farbe. Also ich bin gespannt, inwieweit die Händler jetzt sich darauf einlassen und inwieweit sie sich gegenseitig überbieten und was eventuell für mich dabei rauskommt. Laut Expertise sind 5.000 Euro denkbar. Aber der Marktwert des kürzlich wiederentdeckten Malers ist schwer einzuschätzen. Hallo, hallo. Moin. Willkommen. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin verliebt. Ja, kein Wunder bei der Schönheit. Ne? Jetzt hat man voriges Jahr eine große Ausstellung gemacht, nur mit Stratmann-Bildern. Und seitdem geht der wohl also preislich durch die Decke. Denn in dieser Ausstellung, in dem Katalog, war zum Beispiel eine Schwarz-Weiß-Fotografie von diesem Bild mit drin. Ach, lustig. Oh, das ist interessant. Wo war die Ausstellung? In welchem Museum? Also es war das Stadtmuseum in München. Ah ja. Mhm. Ja, leider ist ein bisschen was zu machen am Gemälde. Ja, das sagte die Expertin auch. Man sieht gerade, beim Gold fängt das so leicht abzufallen an und so. Ne? Ich fange mal an mit 750 Euro. 1.500 Euro. Ja, 1.550 bei mir. Tja. 1.600. Da seid ihr aber noch nicht zufrieden mit. Nee, ich bin auch noch nicht eingestiegen. Nein, das wissen wir doch alle. Ich warte auch darauf, dass dann der ein oder andere noch sich zu Wort meldet. Der Knoten platzt gleich. 1.800 von mir. Lisa? Ich finde es auch wirklich sehr gut. Aber ich bin so am Überlegen. Also für mich ist das nix. Gut, 1.800 Euro. Ich denke mal, da sind wir von Ihrer Wunschvorstellung noch etwas entfernt. Ja. Und auch von der Expertise natürlich. Mhm. Gut, ich mache mal weiter mit 2.000. Ja. 2.100 von mir. 2.5. 3.000 Euro. Hört sich schon sehr gut an. Nochmal vielleicht 400 Euro für die Restaurierung. Ich weiß nicht, ob ich das restaurieren möchte, weil ich mich irgendwie so... Du kriegst es nicht. Ich habe mich in das 3-1. Bild so verliebt, wie es ist. Nicht. Ja, 3.100 bei dem lieben Julian. Mhm. 3-2. Was ist denn dein bester Preis? Fragst du mich gerade, was mein Höchstgebot ist? Ja. Wow. Wir können es ja abkürzen. 3,5. Das ist halt auch nur die Frage. 3.550. 3,6. 4.000 Euro. 4.200 Euro. 4.500 Euro. Weil ist das gut, dass ich keine Bilder kaufe. Spaß gerade richtig Geld. Ja. 4,6. 4.700 Euro. Das Bild bekommt die Wertschätzung, die es verdient hat. Ich hoffe. David, kommt noch was. Ja, also die 5 mache ich noch. Das war auch genau die Expertise. Das glaube ich. Na, kann man ja weitermachen. 5-1. Soll mir nur recht sein. Ne, denke ich mir. Gutes Timing. 5-5. 5-6. 6.000. Also ich finde, das ist ein guter Preis. Sehe ich auch so. Das Bild wird immer besser. Das entscheidende Kriterium ist auch die dargestellte Szenerie. Das ist wirklich momentan das Beste, was wir anbieten können. Der Rahmen ist authentisch, das passt alles von vorne bis hinten. Deswegen sehr gerne 6.100 Euro. 6.5. Ich bin raus. Okay. Tja. Kann man mitleben. Ja, mit Leben, ja. Ich glaube, das ist nicht die obligatorische Frage, ob Sie es mir verkaufen möchten für 6.500 Euro. Ich glaube, ich brauche nicht groß nachzudenken. Dann gibt es jetzt jede Menge Geld. Na gut. So. 2, 4, 6, 8, 1.000. 2, 4, 6, 8, 2.000. 2, 4, 6, 8, 3.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6.000, 100, 200, 300, 400, 500. Vielen Dank.
Ich hab zu danken. Ein großes Päckchen. Dann macht das mal gut, ne? Vielen Dank. Schönen Dank. Ja. Danke. Wiedersehen. Tschüss. Was für ein Wahnsinnsgemälde. Oh. Tolles Bild. Glückwunsch. Enorm. Danke. Ich habe allen Ernstes gedacht, die müssen doch jetzt, nachdem das schon so weit hochgegangen ist bei den Händlern, müssen die doch meinen, ich wäre unverschämt, weil ich es nicht sage, ist gut. Ja? Also hätte ich nie mit gerechnet, dass es so weit geht.